wo ich mir denke, warum sollte ich als, als immungeschwächter Mensch Rücksicht auf die Menschen nehmen, die ein normales Immunsystem haben? So. Ja. Hallo Nico, schönen guten Nachmittag. Es ist alles doof. Aber wie gesagt, Hauptsache ihr werdet wieder gesund. Und ich komme dann einfach nächstes Jahr zu euch. Ich habe mich ja mittlerweile seit Freitag schon damit abfinden können. wir machen heute ein bisschen Main Story, würde ich mal sagen, damit wir vorwärts kommen. Nee, gar nichts. Er war der Erste, der überhaupt mal einen Test gemacht hat und die anderen sind einfach heimgegangen. Ja. Die Menschen sind es eigentlich nicht wert, dass man sich über die aufregt, aber ich verstehe, dass man sich aufregt. Was ist denn mit dem? Kann er nicht laufen? Wenn du irgendwann Lust auf Gesellschaft beim am PC sein hast, wäre ich auch wieder für Vollgeist bereit. Gerne, Julia. Geh von aus, du musst ja arbeiten. Dann kannst du dich gerne melden, wenn du mal Zeit und Lust hast. Ich bin eigentlich, bis auf ein, zwei Ausnahmen, zu Hause. Die Security hier ist hochmodern, ziemlich undurchdringlich. Außer natürlich, du schickst eine Drohne durch das Fenster, das einer von Mary Steppen offen gelassen hat. Passt doch keine Drohne durch. Moment mal. Muss mich kurz wieder organisieren hier. Meinen die so eine Drohne? Die große passt doch dort nicht durch. Oder ich fliege mit der großen Drohne da hoch und kletter rein. Kann ich nichts machen. Aber die schießt doch dann auf mich, oder? Wir probieren das mal so. Aber Julia, was kochst du gerade? Was gibt's die Woche bei dir Leckeres? Letzte Woche hast du, glaube ich, Linsencurry gemacht. Ich hoffe, das war gut. Nee, ich komme hier so nicht rein. Hä, aber ich habe keine Drohne. Ich habe doch nur... Ich könnte so eine Raketendrohne. Na, warte mal. Das Aufnahmegerät ist in Ihrem Sicherheitsraum. Machen wir es Darin halt kommt man so. ganz einfach durch die Schächte. Was zur Hölle? Sie benutzt diese Leute als Hausdiener. Gegen ihren Willen. An sich schon schrecklich. Aber 1 Million Mal schlimmer, wenn man weiß, dass sie als unfreiwillige Organspender enden. Ich
Ende des Sicherheitssystems, ja. Wenn die mich jetzt sehen, werden die da stutzig? Essen für Faule ist gut. Ich bin auch für Essen für Faule. Bei mir gab es tatsächlich jetzt zum Mittag auch gerade einfach nur 5 Minuten Terrine. Weil ich eigentlich jetzt noch gar keinen Hunger hatte. Und ich wollte jetzt aber nicht meine richtige Essensportion jetzt essen, obwohl ich keinen Hunger habe. Deswegen habe ich jetzt eine 5-Minuten-Terrine gegessen, damit ich jetzt während des Streams keinen Hunger bekomme und kann heute Abend mein richtiges Essen essen. Das ist richtig, da muss man richtig sich das den ganzen Tag durchdenken, wie man wo wann was isst. Das ist schon auch ein bisschen anstrengend. Weint jemand? Was ist denn, wenn in den Rittern plötzlich jemand versteckt ist? Verstehe ich nicht. Warum isst du dein normales Essen nicht einfach zweimal? Weil das blöd ist, wenn ich das auf zwei Portionen aufteile. Ich habe ja gestern Abend, vorm Stream gestern habe ich... Also, es gibt ganze Kartoffeln mit Quark. So, da habe ich gestern gekocht, die Kartoffeln für zwei Portionen. Dann habe ich gestern vor dem Stream eine Portion gegessen. Und die zweite Portion ist für heute. Jetzt habe ich 3 Kartoffeln für die Portion heute. Dieses Kartoffeln mit Quark, das teilt sich jetzt blöd auf 2 Portionen. So vom Quark her und sowas alles. Dann esse ich lieber nach dem Stream einmal richtig, eine richtige Portion. Und habe jetzt 5 Minuten Terrine gegessen. Wenn es jetzt Nudeln oder so gewesen wären, wäre das einfacher gewesen mit dem Aufteilen. Aber so jetzt mir 1,5 Kartoffeln in die Mikrowelle zu legen, weiß nicht, finde ich auch ein bisschen blöd. Sehr gut. Mal sehen, was für Aufnahmen es von ihr gibt. Was genau muss ich jetzt hier nochmal machen? Wie hacke ich das jetzt nochmal? Ich kann das nicht hacken. Muss ich jetzt... Muss ich jetzt mit dem Bauarbeiter hier rein? Was ist denn das für ein Zeichen? Dieses rote.
Wieso ging das gerade nicht? Sieh sich einer diesen Ort an. Das macht man also mit altem Gaunergeld. Die Kelly-Familie lebt schon lange gut vom Elend anderer Leute. Das Zeug hat sie im ganzen Anwesen. Sie waren also früher schon mal hier. Sind Sie so im Keller der Verbrennungsanlage von Southwark gelandet? Wir brauchten belastendes Material, also musste jemand hier rein und eine Wanze platzieren. Das hätte ich niemandem übertragen. Ihr habt gesehen, wie Mary mit den Menschen aus dem EPC umgeht und die Uniform der Bediensteten ist nicht schwer nachzumachen. Also bin ich rein. Ich wusste allerdings nicht, dass sie Wind von unserer Untersuchung bekommen hatte. Von meinem Team. Ich dachte, wenn ich nicht nach Lehrbuch vorgehe, hören die undichten Stellen auf. Aber sie wusste trotzdem, dass wir kommen. Sie hat mich gefoltert, um an die Namen meines Teams zu kommen. Sie wollte mich brechen, aber Bullen verpfeifen andere Bullen nicht. Dann stellte sich heraus, dass sie die ganze Einheit bereits kannte und sie im Visier hatte. Die Frau ist eine Bestie. Wenigstens hat sie ihnen keinen Chip verpasst. Jeden Tag mit einer Waffe am Kopf leben müssen, da gehe ich lieber kämpfend drauf. So bin ich auf der Schlachtbank gelandet. Es gibt viele Gründe, sie aus der Welt zu schaffen, aber es reicht nicht, ihr einfach eine Kugel in den Kopf zu jagen. Meine Freunde sind gestorben bei dem Versuch, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Das muss ich würdigen. Warte, wieso kann ich das jetzt nicht entsperren? Warte. Ach so, weil wir von hier auch noch Strom brauchen. Moment. Das Drehen bringt mir ja nichts. Das ist ja nur ein gerades Teil. Ne? Wartet. Irgendwas übersehe ich gerade. Irgendwas verstehe ich gerade nicht. Wieso geht es da nicht weiter? Strom geht hier in die falsche Richtung, oder? Kann das sein? Hä? Oh, warte, da oben ist noch was Blaues. Gott, was? Wer hat sich das denn ausgedacht hier? Zum Glück rennen jetzt hier nicht noch irgendwelche Leute rum, die uns was Böses wollen.
Hui. Geschafft. Sieh dich nur an, Schätzchen, was du dir angetan hast nach all dem, was ich für dich getan habe. Du hast mich versklavt. Uns alle. Bitte, lass mich gehen. Lass mich gehen. Nimm das Ding raus. Und dann in dein altes Leben. Zurück zu nichts. Zurück zu den 2,5 schreienden Gören, einem ausweglosen Job und Arbeitslosengeld. Das willst du nicht. Dieser Mikrochip ist beängstigend, aber ich muss doch meine Ware im Auge behalten, nicht wahr? Und dieses Küchenmesser, das geht nicht, Schätzchen. Die Schnitte wirken sich auf meinen Gewinn aus. Nein, ich kann so nicht mehr leben. Nein, da hast du recht. Aber das ist in Ordnung, Schätzchen. Ich brauche dich für was anderes. Ihr seht doch zu. Gut, vergesst nicht, allen davon zu erzählen. Du weißt, wo sie hinkommt. Bring die zwei und den Rest zum Veranstaltungsort und mach sie verkaufsbereit. Sofort, Ma'am. Die ausländischen Investoren sind bereits gelandet und die Drohnen programmiert. Wir sind bereit, die Einladungen und Koordinaten an die Gäste zu verschicken. Rieche ich da etwa Initiative, Peter? Initiative kann eine gefährliche Sache sein. Kann man missverstehen. Verdammte Scheiße. Das ist irre. Super sympathische Frau. Wie hat Mary solche Technologie in die Hände bekommen? Man muss echt krank im Kopf sein, um sich Killer-Mikrochips auszudenken. Krank im Kopf, aber auch ziemlich genial. Perfektes Psychoprofil für eine Gruppe wie Zero Day. Oder etwa nicht? Mir ist egal, mit wem sie zu schaffen hat, Bagley. Sie hält diese Leute als Sklaven. Und es klingt so, als würde sie sie verkaufen. Was für ein Ding. Dafür ist also Marys Mikrochip da. Wer aus der Reihe tanzt, ist erledigt. Dadzek, wir müssen zu dieser Sklavenauktion und alle Informationen sammeln, die wir kriegen. Der Ort wird auf den Einladungen stehen. Die hat sie noch nicht verschickt. Aber wenn sie das tut... Bagley überwacht die Drohnennetzwerke. Melde dich, wenn Mary ihre Flotte losschickt. Fürs Erste bleibt uns nur abzuwarten. Ich melde mich, wenn ich was Interessantes höre. Danke, Dadzek. Was sind eigentlich diese Chonkies, die Susi so gerne nutzt? Das sind Emotes von einer Streamerin. Die nennt sie Chonkies. Ich mag die auch. Ich hab die auch. Da wir hier auf unsere Einladung zu Mary Kellys geschmackloser Motto-Party warten, können wir uns auch um die wichtigen Dinge kümmern und das Geheimnis um Zero Day lüften. Wer sind sie und warum wollen sie Dadzek die Bombenanschläge anhängen? Was gibt es, Bagley? Wie schön, dass du fragst. Heute hat der große KI-Detektiv zwei Spuren für seinen Spürhund. Wir müssen uns offensichtlich um Albion kümmern, aber ich habe auch eine ungewöhnlichere Spur für dich. Im Dark Web gibt es eine neue Hacktivistengruppe namens 404. Aber denen geht es wohl nicht um Spaß, sondern um die brutale Veränderung der Gesellschaft um jeden Preis. Läutet da was bei dir? Ich habe mehrere Möglichkeiten. Ich habe beide in deiner Optik markiert. Ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ist auf deiner Karte markiert. Ich wollte Mainquests machen. Schlagt mir doch jetzt nicht immer hier neue... ja, Leute vor. Wo genau ist die Mission? Ich glaube, wir müssen den erst machen, oder?
Okay, wir machen den hier jetzt. Genau, also diese... So, wenn ich jetzt raustappe, seht ihr das Spiel wieder nicht mehr. Diese grünen, süßen... Weiß nicht, Chonkies. Weiß nicht, wie man die nennt. Grüne Plopse? Sind von der Streamerin die Emotes. Die zeichnet sie selber und sie nennt sie immer Chonkies. Und ich mag die auch sehr. Die sind süß. So, das Problem bei dem Spiel ist immer, die reden so viel. Ich kann dann immer nicht so dazwischen reden. Das ist immer doof. London, und hier ist 404, das erste Peer-to-Peer-Hacktivisten-Netzwerk. Jeder ist willkommen. Wenn ihr was verändern wollt, dann hier. Wir bringen die Elite zu Fall. Auftrag für Auftrag. Hab ich aus dem Dark Web. Offenbar gründen die coolen Kids heutzutage Hackergruppen. Aber diese 404-Typen könnten uns nützlich sein. Wenn jeder willkommen ist, dann sind wir das auch. Wir sollten 404 unterwandern. Ihre Connections können uns weiterhelfen. Wenn du freundlich bist, schalten sie für dich vielleicht Zero Day aus. Übrigens, vielleicht sind sie ja Zero Day. Finde das mal heraus. Ich habe Straßenaufnahmen von einem C2S-Hub gefunden, der voller 404-Graffiti ist. Sie markieren ihr Revier wie ein Chihuahua auf Speed. Ich markiere dir die Position des Hubs auf deiner Karte. Ja, die Stimme war eklig. Aber es war halt... Sollte halt so sein, ne? Du kennst mich nicht, aber ich habe gehört, dass wir gemeinsame Interessen haben. Könnte sein, dass du von DedSec bist. Dann hätte ich ein paar Informationen, die dich interessieren könnten. Ich höre. Ich wurde wie 300 meiner Kollegen vor ein paar Wochen gefeuert. Scheiße, das ist übel. Ich bin glücklicherweise auf den Füßen gelandet. Aber diese Kündigungen stinken zum Himmel. Welches Unternehmen kann denn 300 erfahrene Angestellte einfach ersetzen? Das ist doch unglaublich. Also möchtest du, dass sich DedSec deinen Ersatz mal ansieht? Ganz genau. Einen Gefallen vergesse ich nicht. Hilf mir, dann ist dir meine Hilfe gewiss. Okay, sag mal, wo ich hin muss. Ein Technologieunternehmen handelt unethisch? Klingt weit hergeholt. Aber sehen wir uns das trotzdem an. Ich werde es mir ansehen. Och, das ist doch... Die schicken uns immer quer durch die Stadt. Bekommen wir jetzt eine Oma, die die Leute mit ihrer Handtasche verprügelt? Auf jeden Fall ist es eine Naomi. Die wir uns jetzt hier organisieren. Aber guck mal, das ist ziemlich praktisch, weil hier ist dieses Hub drin. Das müssen wir ja eh machen, um hier den Stadtteil zu übernehmen, also zum Aufruhr zu bringen. Du wirst ja auch was von London sehen, oder nicht? Ja, aber doch nicht bei Nacht. Bei Nacht sind alle Katzen schwarz oder grau. Es ist in London noch das Gleiche. Nachts ist alles dunkel. Wie weit ist es denn? Mir werden immer wieder diese Graffiti-Künstler angezeigt zum Rekrutieren. Du bist beim ehemaligen Arbeitgeber unserer Kontaktperson angekommen. Und abgesehen von einigen schwer bewaffneten Wachen, ist hier alles ausgestorben. Interessant. Ich glaube nicht, dass der Ersatz vor Ort ist. Sieh dich mal um, ob du rausfindest, wo der sein könnte. Es ist weiter unten. Wie komme ich denn jetzt nach unten? Ja. Von da kannst du deine Industriespionage vornehmen. Gut, gefunden.
Montpellier ist recht schön. Warst du dort schon mal? Ich tatsächlich nicht. Aber diese Drohne da gerade, das klingt wie gestern der Soundbug bei Starfield. So ein bisschen. Hier sind die Daten. Verstanden. Ich sehe mir das Unternehmen genau an, während du dich in Sicherheit bringst. Was gibt es, Bagley? Tja, ich habe den Ersatz für unsere Klientin gefunden. Es ist eine KI. Und auch noch eine ziemlich üble. Nicht mal ansatzweise so schlau wie ich. Die kann höchstens ein paar Millionen Menschen ersetzen. Ach, scheiße. Ah, okay. Aus deiner Perspektive ist das vermutlich viel. Wenn du magst, können wir sie zerstören, bevor sie noch mehr Leute arbeitslos macht. Okay, gut. Schick mir den Standort. Oh. So ein schönes, leckeres Sandwich. Und wieder... Hier müssen wir sowieso hinfahren, weil hier waren wir noch nicht. Wir können hier hin. Und dann fahren wir rüber. Die haben das immer schon gut designt, die Mission. Du bist gezwungen, durch ganz London zu fahren. Nichts passiert. Also ich muss sagen, lieber fahre ich hier mit einem Auto irgendwo lang, als bei Starfield, da mit dem Raumschiff durch die Galaxie, wo es mir einfach alles umdreht. So, Motion Sickness technisch. Wobei du ja bei Starfield ja auch nicht unbedingt durchs Weltall fliegen musst. Du kannst ja eigentlich immer hopsen von Planet zu Planet. Macht das gut. Die Codepläne der jobvernichtenden KI wurde in eine Kiste vor Ort gepackt. Dann hau ich mal drauf. Warte. Muss ich hier rein? Der Böse? Ja, oder? Hier wieder draußen. Wo genau soll ich jetzt eigentlich hin?